Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe, in der ich dir Grundkenntnisse zu Word 2016 vermitteln möchte, damit du dann in einfacher Art und Weise eine vorwissenschaftliche Arbeit, eine VWA, eine Diplomarbeit oder Seminararbeit schreiben kannst. Und jetzt sind wir schon beim 28. Video angelangt und es geht hier um Zeilennummerierungen. Und du sollst hier eine Zeilennummerierung einfügen, also hier eine Nummerierung. Für jede Zeile bekommt eine eigene Nummer. Und das wollen wir uns jetzt anschauen, wie das geht. Ich gehe jetzt hier diesen Bereich hinein, gehe auf die Registerkarte Layout und gehe hier auf Zeilennummern und will jetzt hier jede Seite neu beginnen. Und wenn ich jetzt hier durch den Text gehe, den ich ja schon erstellt habe, den du schon kennst aus vorhergehenden Übungen, Videos, dann siehst du, dass hier nichts ist. Und das ist deshalb der Fall. Das heißt, wenn ich in einen Abschnitt hineingehe und dort dann diese Zeilennummern dann einfügen möchte, über Zeilennummern, dann wirkt sich das immer auf den jeweiligen Abschnitt aus. Das heißt, hier ist nichts, hier haben wir ein Abschnittsende, hier haben wir einen neuen Abschnitt im Text, hier ist noch derselbe Abschnitt und da ist dann wieder der nächste Abschnitt und der hat dann keine Zeilennummerierung. Ja, und ich beginne jetzt auf jeder Seite. Wenn ich das aber nur für bestimmte Bereiche haben möchte, dann muss ich dann innerhalb dieses Abschnittes das dann ausblenden. Das heißt, ich markiere mal den Bereich, wo ich das zum Beispiel nicht haben möchte, hier zum Beispiel, gehe dann hier auf rechte Maustaste Absatz, das steht da herunten. Gehe dann hier in diese Registerkarte Zeilen- und Seitenumbruch und möchte dann hier natürlich haben, dass die Zeilennummern unterdrückt werden. Klicke auf OK. Und in dem Fall wird hier in diesem Bereich, den ich hier markiert habe, wo ich es angegeben habe, dass nicht angezeigt werden soll, wird es auch nicht angezeigt. Ich gehe dann da herunter, markiere das dann auf dieser Seite dann ebenfalls, vielleicht auch für den Rest dann. Gehe dann hierher, mache dann wiederum rechte Maustaste, das Kontextmenü geht auf, der Absatz. Nehme dann ebenfalls hier die Möglichkeit in dieser Registerkarte Zeilen- und Seitenumbruch, dass die Zeilennummern unterdrückt werden. Wenn ich jetzt zurückgehe, ist tatsächlich nur in diesem Bereich das dann wieder dann der Fall. Wenn ich jetzt hierher gehen würde, in diesem Bereich hier dann markieren würde, rechte Maustaste Absatz, würde dementsprechend, wenn ich das Hackerl weggeben würde, in diesem ganzen Absatz, weil es handelt sich in diesem Absatz, würde das dementsprechend angezeigt werden. Ich mache das jetzt hier rückgängig. Wenn ich jetzt hier einen neuen Absatz einfügen würde, ich mache also hier ein Enter, mache dann hier ebenfalls ein Enter und würde dann wollen, dass es hier in diesem Absatz dann angezeigt wird, also wieder hier von diesem umgedrehten P bis zu diesem, gehe ich dann wieder hierher, gehe auf Absatz, möchte dann, dass die Unterdrückung aufhört und es wird dann tatsächlich hier dann dementsprechend dann fortgesetzt. Also 4, 5, 6, 7, 8 und auf der nächsten Seite würde dann, wenn es nicht unterdrückt wäre, das dann wieder angezeigt werden. Also ich hoffe, dass du jetzt gut Bescheid weißt, wie man Zeilennummerierungen einfügen kann.